praktisch politisch in der Hand der SPD, der größten Partei in der aktuellen Bundesregierung. Die Gewerkschaften, die Gewerkschaftsfunktionäre bestehen zu großen Teilen aus Funktionären, die als Nebenjob noch in einem Betriebsrat sitzen, in einem der großen DAX-Konzerne und darüber auch in den Aufsichtsrat dieser Unternehmen gelangen. Wir sind nicht gegen Gewerkschaften, aber diese Gewerkschaften sind keine Klassenkampforganisationen, sondern ein Teil der kapitalistischen Elendsverwaltung. Diese Gewerkschaften sind dafür da, Co-Management zu betreiben und in einer Art modernen Volksgemeinschaft, die sich Sozialpartnerschaft nennt, die angeblich gemeinsamen Interessen von Arbeiterinnen und Kapitalisten zu vertreten. Das können wir nur ablehnen. Darauf können wir nicht vertrauen. Denn sonst werden immer wir es sein, die in die Röhre schauen am Ende, die feststellen, ja, man hat uns irgendwas erzählt, dass es ein großer Erfolg gewesen wäre, aber trotzdem merken wir, dass der Einkaufswagen immer leerer wird, während das Geld, was wir dort Woche für Woche ausgeben im Supermarkt, das gleiche bleibt.